gebracht, hier, weil ich so brutal viel von meiner Schulzeit vergessen. Boah, was waren das? Die explodierenden Skelettpuppen. Weg, weg, Hobbit. Wieder auf dem großen Zeh. Das darf ja schon schwer sein. Na, hetzig, okay, nimmst du das auch. Ja, ja. Eben, ich hab auch solche Träume gehabt. Aber wie gesagt, nie vielleicht irgendwie, was so die jeder. Vielleicht der Standard ist so, dass man von irgendwelchen Sachen träumt, die einen töten. Ich glaube, heute träume ich schon von Sachen, die einen töten. Von den Puppen des Grauens. Puppen. Wie die wenig Schaden irgendwie macht. Wie die Puppen immer an dir vorbeilaufen und mir dann das Messer reinrahmen. So ist recht. Gott, oh Gott, da gehen die Tränke drauf. Jede ja. Puppe ein Drang. Jede Puppe ein Drang. Klingt wie am Rummel. Jedes Los ein Gewinn. Kommen Sie näher, oh staunen Gott. Sie. Ja, ganzer Akt. Oh mein Gott, Puppen! Ah. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Mit Gegenstände für die, wenn du magst. Heiltrank, Mana-Trank. Bei Gegenständen sage ich nie nein. Außer jetzt gerade, wenn ich keinen Platz habe. Moment. Grundsätzlich sage ich nicht nein zu gehen. Bereich so... so klar ist. Gell? Könnten Sie ruhig ein paar mehr Slots da freigeben. Nichts damit zu tun, dass ich alles aufhebe. Wobei, Topfen, Entschuldigung, Topfen. Ich glaube, Geschickskillen war bei dir sogar gar nicht so deppert, weil du ja ein Schild tragst und dadurch blockst dann öfters. Also vielleicht solltest du doch die Stats, kriegst die Stats so hin, dass diese Dimensionsklinge tragen kannst. Ja, würde ich schon hinkriegen. Die Frage ist halt, macht Sinn? Also ich meine, ich habe jetzt noch 38 Punkte zur Verfügung, aber Mana fehlt mir halt auch laufend und aushalten tue ich halt auch nichts. Es ist nicht, ob es sinnvoller wäre, darauf zu gehen. Ne, Geschick ist deswegen ja nicht deppert, weil nachher blockst mehr. Hm. Also das war tatsächlich nicht dumm. Gibt das auch irgendwie auf Stats einen Bonus? Weil vielleicht brauche ich gar nicht die Geschicklichkeit komplett skillen, sondern... Nein, diese Dimensionskille Klinge mit den Runen. Achso, die bringt dann... warte, muss das nur wieder öffnen da? Spirit. Aber ja gut, selbst dann müsste ich mich irgendwie hin MacGyvern. Es wird dann auch nicht so einfach. Bräuchte ich erst ein Item, das mir Stärke gibt, um danach das zu tragen. Ja. Wahrscheinlich auch nicht so clever. 22 Vitalität und 100 Mana. Also es hat okay. Schon was dabei. Oh. Aber nichts an Stärke oder so, was ich mir sparen könnte an zum Skillen. Na, sehe ich jetzt nichts. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube, vor allem Geschick ist, glaube ich, nicht so deppert zum Skillen bei dir. Ich verskill mich komplett heute, glaube ich. Weil also, Geschick habe ich ein und... Energie muss ja gar nicht skillen eigentlich, weil rein theoretisch, wenn du mega Gegenstände und alles hast, dann hast du ja eh unendlich. Das geht sich halt, glaube ich, nicht aus, weil Geschick habe ich 31, Stärke 70. Und wie viel kannst du verdauen? 30. 38. Okay, kennt sich knapp nicht aus. Ja. Aber gut, ja, vielleicht habe ich ja eh bald ein Level Up. Ja. Es hat nicht schlecht, wer werde. Ja, danke. Wäre was mit ein bisschen weniger Anforderung. Wir können es ja schon einmal vorbereiten. Also, Tal. Wollen wir es uns schon trauen? Ort. Hast du noch genug? Die Amrune habe ich nimmer. Achso, warte mal. Ja, die Amrune bräuchte bitte. Am.
Ham. Schau. Ui. Danke. Dao. Dao heißt doch dummster anzuwendender User, oder? Ja, genau. Wächter Dao. Also Josa. Dao. Dümmster anzuwendender User. Brauchst du das nicht? Na, brauche ich. Okay. Das macht irgendwie dann sau viel Giftschaden und Giftschaden bringt irgendwie nix. Dann kenne ich wen, der es aufhebt. Okay, und dann durch dein Portal, gell? Ja, bitte. Gut, ne, was geplagt, ey. Und da dann Ice Orbs reinhauen. Oh, ach die Spear Ladies. Da kenne ich den Speedrunner auch noch, wie er mal ausgerastet ist. Spear Ladies! Weil die so mega schnell sind und so mega Damage machen. Die Bier Ladies. Sehr gut. Wie du mich anfeuerst so hinten. Wie in der Schule damals. Was? Weiß ich noch, da hat. Das hat. Einer, der halt ziemlich stark war in der Schule, der hat mich halt gemobbt und meine Schwester ist dann irgendwann für mich eingesprungen und hat den halt irgendwie bissen und kratzt. Und ich habe halt im Hintergrund so voll angefeuert, so ganz einfach. Ja, gut gemacht, weiter. Gib ihm. Ja. Und selber halt voll eingeschissen vor dem. Die zache Schulzeit, ja. Die kann unangenehm sein. Echt, da bist du gemobbt worden. Da hab ich halt so. Ich hätte mir die eher als den Mopper vorgestellt. Da hab ich halt so dicke Brille gehabt. So dicke Brille und das ist halt dann. Ein gefundenes Fressen. Ja. Da hat man verloren, ja. Ihr war in der Volksschule, wir haben eine Brille gehabt. In der Volksschule war ich voll der coole Dude. Da bin ich immer mit den Sitzenbleibern rumgelaufen und dann auch angefangen haben zu rauchen. Also ich selber habe nie geraucht, aber irgendwie war ich immer mit denen zusammen und war so auch cool. Aber in der Hauptschule irgendwie, ja, das war nicht so cool. Aber weiß auch nicht, nur in zwei Klassen eigentlich, in der dritten und in der vierten. Nur ansonsten ist eh gut gegangen. Ja. Bei mir ist es glaube ich gegangen. Also Volksschule halt ein bisschen mit der Brille. Aber da war ich eigentlich auch jetzt nicht von der Klasse eigentlich gemobbt worden, weil eigentlich waren das alles super Freunde und da sind wir gut ausgekommen. Das waren mehr irgendwelche Oberstufler, sagt man nicht, aber die was halt schon in der vierten waren und die halt in der ersten oder zweiten. Ja, okay. Haben halt ein bisschen gemobbt. Bei mir jetzt. Die waren einfach depperte Idioten. aus denen ist nie was geworden. Ja, lustigerweise halt echt. Weil meine Schwester kennt den nur, die ist nämlich im Alter von meiner Schwester. Und ich habe vor kurzem einmal über die geredet, und das aus denen ist echt nichts Gewaltiges geworden. Haha. Bei mir war es so, dass es eigentlich immer einer war. Also wenn der dann gefehlt hat, irgendwie krank war oder so, dann war nie was, dann war es immer gechillt. Also war eigentlich immer einer, der halt ein bisschen Arsch war. Aber der war dann auch im Gefängnis später. Also, ja. Hat sich auch sein Leben ruiniert. Was lernt man draus, liebe Kinder? Mobbt's nicht.
Sonst landet sie auch im Gefängnis. Sie auf der Straße. Und eben der eine war dann auch kein Arsch mehr, nachdem meine Schwester mit ihm fertig war. Ja, es ist meistens so, gell? Man muss gleich einmal dann sein Revier quasi markieren. Ja. Egal, ob man es uns selber Revier schafft, der Revier. Schwester. ob man markieren lässt. Aber es ist dann vorbei. So, schaut aus, die lapperte Kanalisation. Yippie, wie er reinspringt. Gefällt mir. Geil, Kampfschrei. Aber das ist eine Zeit, über die ich nicht gern rede. Schulzeit? Ja, na das. Moppe halt. Also, weil ich so brutal viel von meiner Schulzeit vergesse. Boah, was waren das? Die explodierenden Skelettpuppen. War da ein Boss dabei oder waren das nur normale? Nein, ich hab ganz normale. Huch, fühlt sich ja ganz schön schlecht an. Ich gebe mal das Lamm Esens beim Alkohol ab. Diese 5 Startpunkte werden es ausmachen. Zack. Der Quest-Sound immer, wenn man es abschließt. Bäm! Ist es sicher? Kann man wieder durchgehen? Ja. Hurra! Nein, mir hab relativ viel von der Schulzeit, ehrlich gesagt, vergessen war. Mit dem war ziemlich gelangweilt, muss ich sagen. So viel unnützes Wissen dabei, also auf Allgemeinbildung natürlich war es super, wenn ich mir das alles gemerkt hätte, aber mich hat das nie interessiert. Für das nächste, wer wird Millionär? Da kann man das gut brauchen. Halt irgendwie so im Nachhinein, muss ich sagen, eine sehr angenehme Zeit, die Schule, weil man eigentlich abartig viel Freizeit hat und nahezu null Verantwortung. Wobei ich... Aber zu dem Zeitpunkt weiß man es halt natürlich nicht oder schätzt man es halt nicht genug. Aber ob ich es jetzt nochmal haben wollen würde, weiß ich auch nicht. So angewiesen sein mit dem Geld auf das Taschengeld von der Mama und... Ja, eben. Und genau. Dann halt die ganze Zeit... Da hat man ja auch recht früh aufstehen müssen eigentlich, dass man in die Schule kommt. Und halt nicht. Ich habe mal mit dem Philipp eben geredet, habe ich gesagt, dass ich im Prinzip Respekt habe, dass er da sich jetzt nochmal ein Studium gibt und so weiter. Ja. Weil bei mir irgendwie die Zeit ist einfach vorbei. Gell? Ich habe einmal mein Studium gemacht mit dem Bachelorabschluss und ich kann mir mich nicht mehr vorstellen, dass ich da jeden Tag mehrere Stunden irgendwas lerne und irgendwelche dämlichen Tests hinlernen, um. Ja, eigentlich auch unnützes Wissen im Prinzip nochmal niederzuschreiben, um nachher da irgendein komischen Testergebnis zu kriegen. Das, aber das ist irgendwie nicht mehr. Finde ich auch witzig, wie du dann, wie wir jedes Mal drüber reden und du hat er überlegt, ob er es hinschmeißt oder nicht. Ja, nein, er ist gut vorankommen jetzt, hat die letzten Wochen und Monate. Ich bin runtergegangen übrigens. Ja, ich hau gerade noch den Boss da um. Achso. Schaut momentan gut aus. Ist er schon down? Also immer dieser Fledermaus-Boss. Ja, ist down. Na, sie haben ganz gut gelaufen die letzten Wochen und Monate. Geil, oh. So, jetzt haben wir den lapperten Flegel. Nice. Aber die nerven ja auch so, diese Schlange da drinnen. Dann lass uns mal das Ding zerhauen in Drawinkel. Auf die Hoden hauen. Brauchst du so einen Ring? So einen Ring? Lebensregeneration 6. Ui, 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 ui. Holt die total ab.
Was habe ich denn? Oh. Nicht so unbedingt, danke. Okay. Ich habe TP gemacht. TP. Muss mal wieder den. Oh, muss leer kaufen. Alle Tränke nehmen. Ist surfen. Never skip leg day. So, warte mal, zerhau ich das Ding. Okay, passt, dann baue ich den Flieger nicht mehr aufheben. Hätte eh keinen Platz. Jetzt wird's lustig. Oh ja. Zack, hoffen, wir, down. Hoffen wir mal auf viele kleine Dreckskinder. Da kommen sie schon. Mit ihren Lanzen. Oh mein Gott. Champions! So kranke Außerpuppe, einfach drittel Leben weg und sie explodiert. Aber irgendwie bin halt trotzdem immer noch der Meinung, dass halt cool ist, weil das halt so unverkennbare Gegner sind. Auch wenn das Balancing dahingehend für den Arsch ist. Aber es schafft halt irgendwie Respekt. Ja, die man erinnert sich nicht so schlecht, gell? Jahrelang. Man muss ja schon auch sagen, es ist jetzt der zweite Schwierigkeitsgrad im Prinzip von dreien. Und da jetzt ja quasi ja schon vom normalen Spiel ja auch fast wieder am Ende. Das hat er gleich vier Akte gehabt. Also das darf prinzipiell ja schon schwer sein. Und deine ist ja recht kurz, der letzte Akt. Ja. Was ist das für ein Bock, der? Weg, weg, Hobbit. Wieder auf dem großen C. Das darf ja schon schwer sein. Ja. Manchmal hasse ich mich für meine Worte. Da, schau, kriegst du wieder ein paar. Danke. Buffs. Na, könntest du dir also auch nicht mehr vorstellen, oder? Nochmal so viel lernen und Tests schreiben und sowas und das die ganzen, also hauptberuflich quasi. Das wird, aber das, wie gesagt, ist auch vorbei. Also, als Trainer zu arbeiten ist ganz cool, das taugt mir. Aber das sind halt dann auch so Fachkurse, die ich leite, wo ich halt dann so Computerwissen und sowas referiere. Das sind halt Sachen, die mir halt liegen. Ja, das aber ist bei mir schon auch. Also ich habe prinzipiell jetzt nichts gegen das Lernen. Jetzt gerade beim Programmierthema zum Beispiel, da bin ich ja weiterhin noch sehr motiviert, lerne auch noch in dem Bereich sehr viel, aber halt wirklich das, was mich interessiert und was ich mag und nicht, was mir irgendwer vorgibt, wo ich Gott und die Welt lerne und davon brauche ich dann 5%. Ja, echt, also was wir gelernt haben in der Schule, wir haben noch vom Wechsel gelernt, aber wer braucht heutzutage noch den Wechsel? Oder Steno noch gelernt? Also ja. Braucht halt auch überhaupt keiner mehr. Meine Neffen haben jetzt halt in der Schulzeit gerade, was haben sie gerade, irgendwas mit Geometrie und mit dem irgendwas berechnen und die Ableitung und bla bla bla. Wenn ein Zug von A nach B fährt und ein Bus ihm entgegenfährt. Und haben sie mir eben gefragt, wofür braucht man das? Und nachher ich gesagt, na, das ist schon wichtig, das muss man schon lernen. Ja. Dann haben sie gesagt, wo quasi soll auch ein Beispiel nennen, wo ich das brauche. Also, wenn ein Zug.
Ja. Nein, weil dann gesagt, es kommt halt drauf an, was man dann werden will. Ich weiß zum Beispiel beim Spieleprogrammieren, da muss man schon ein bisschen sich in Trigonometrie auskennen, um jetzt aber nichts mega kompliziertes, aber zum Beispiel, wann kollidieren zwei Rechtecke miteinander? Also wann schneiden sich die für Kollisionsberechnungen und sowas? Da braucht man das halt aber sonst, gell? Und auch das, wenn es brauchst, nachher guckst du es halt im Internet nach. Mhm. Ja. Das ist halt echt so, das ist der Vorteil an dem Internet. Dass man da gezielt Informationen abfragen kann. Jetzt scheiß ich drauf. Du stirbst wieder, Heidelfried. Ich schon. Ich hab ein Portal gemacht. Okay. So auf halbem Wege. Ah, okay, ja, passt. Da geht's runter. Okay, und unten gibt's ja gleich wieder einen Wegpunkt. Wie wir beide auf die Söldner scheißen. Na, der stirbt dauernd. Erstens, wenn ich stirb, dann stirbt er sowieso mit. Und er selber stirbt halt auch dauernd. Das ist irgendwie einfach eine Geldverschwendung. Und die engen Gänge sind halt auch irgendwie verloren. Verrennen sich die ganze Zeit an irgendeiner Ecke. Bleiben hängen, verrecken. Prinzipiell wäre der Eis-Dude ja cool gewesen, weil der halt die Gegner immer einfriert. Mhm. Aber ich mag den halt jetzt nicht auch dauernd für 20.000 oder sowas nachkaufen. Das geht ins Geld. Ist halt so, dass die halt permanent an irgendwelchen Ecken hängen bleiben. Mhm. Ich glaube, das ist das gewesen. Wolltest du nicht da die AI verbessern mit dem Patch? Ja, vielleicht. Das ist halt der Vorteil vom ersten Akt oder vom vierten, dass die halt ein bisschen weitläufiger sind. Genau, dass da nicht hängen bleiben kann. Ja. Aber wegen dem Lernen, ich habe keine Albträume, dass ich irgendwie verfolgt oder getötet werde oder was weiß ich was. Ich habe noch Albträume von der Rechnungswesen-Matura. Wirklich? Bis heute, ja. Weil das so eine 8-stündige Tortur war, Rechnungswesen und Betriebswirtschaft zusammen. Ja. Und so eine 8-Stunden-Arbeit, das ist halt, weiß nicht. Wäre halt heute nicht mehr meins, muss ich sagen. Ja, da hätte ich gar keinen Bock mehr. Ich hab das hetzigerweise nach der Matura Zeit lang nur so Albträume gehabt. Wo man, ich glaube, da habe ich geträumt, dass das quasi nicht funktioniert hat oder nicht anerkannt worden ist oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und bei der Uni, da habe ich das auch noch gehabt. Also wo ich meinen Bachelor gekriegt habe, da habe ich auch ein paar Mal geträumt, dass sie dann quasi draufgekommen sein, dass ich irgendein Fachbild richtig gemacht habe oder ja, irgendwas halt neu machen. Genau, bei mir auch. Ich habe da damals die Abendschule gemacht und da hat man immer so Kolloquien abgelegt, wenn man quasi, also man hat sich gewisse Fächer erspart, wenn man da schon Vorwissen gehabt hat, weil ich da von der Hack gekommen bin und da der Lehrplan bisschen anders war. Scheiß Puppe. Und da habe ich mal Sachen anrechnen lassen können und dann habe ich halt auch geträumt, dass halt die Anrechnung nicht funktioniert hat und dass ich theoretisch die Matura geschafft hätte, aber irgendwie dieses eine Gebiet habe ich nicht geschafft, also dieses eine Fach habe ich halt nicht geschafft und deswegen ist es quasi nicht gezählt und ich muss das Ganze nochmal machen. Ja, hetzig, okay, dann hast du das auch. Ja, eben. Ich hab auch solche Träume gehabt. Aber wie gesagt, nie vielleicht irgendwie, was so jeder, die, der Standard ist so, dass man von irgendwelchen Sachen träumt, die einen töten. Ich glaube, heute träume ich schon von Sachen, die einen töten. Von den Puppen des Grauens. Puppen. Aber ja. Ist hetzig. Und du hast es jetzt aber da als Adler oder was? Solche Träume hetzig, ne? Also ich hab's jetzt nimmer.
So manchmal, aber jetzt ist schon seltener geworden. Jetzt bin ich drüber hinweg. Aber damals war das doch recht häufig, also noch ziemlich lange nach der Schule. Und deswegen war das irgendwie so, dass man gedacht habe, nein, ich möchte nicht studieren. Also irgendwie habe ich da ein Trauma davon getragen quasi. Ja. Und dachte habe, na, habe ich keinen Bock mehr auf studieren. Und dann jetzt, wie ich die Ausbildung gemacht habe, war das halt wieder so ein kleiner Flashback. Wo ich dachte habe, ja, muss ich wieder so viel lernen und büffeln. Aber zum Glück halt nach einem Monat wieder vorbei. Ja, genau. Vom Krieg. Wie wenig Schaden ich irgendwie mache. Wie die Puppe an dir vorbeilaufen und mir dann das Messer reinrahmen. So ist's recht. Gibt's ja nicht, wie oft ich jetzt schon verreckt bin. Hast du überhaupt noch Erfahrung? Krass. Ja. Zum Glück schon noch. Weiß auch nicht wie. Oh je, und wenn man dann wieder den Sound hört von den Truhen, dass da irgendeine Gefahr drinnen ist, ja. Da weiß man auch schon wieder nix wie weg. So, das war wir oben schon? Falsch. Wie war deine Theorie immer links? Oh Gott, Puppen. Puppets! Dass die ja immer explodieren, ich glaube, das kann man gar nicht verhindern. Na, ja, hör auf! Oh Gott! Massig Puppen mit Machtaura. GG. Mach einmal ein TP, weil ich hundertprozentig sterben werde. Gott. Ich bin richtig, ich hab den dritten. Ich hab den Wegpunkt zwar nicht, ja, aber den. Ich bin da gerade beschäftigt. Ich leg mal den Mephisto, ne? Sollen wir nicht noch den Wegpunkt holen da? Ja, das können wir schon machen. Dann komme ich mal durch dein Portal. Ja, bitte. Gott, oh Gott, da gehen die Tränke drauf. Jede ja. Puppe ein Trank. Jede Puppe ein Trank. Klingt wie am Rummel. Jedes Los ein Gewinn. Kommen Sie näher, oh staunen Gott. Sie. Kippen Sie um. Versteht es auch nicht, warum ich während dem Wirbelwind keine Tränke saufen darf. Saufen darf. Das ist eine bescheuerte Mechanik. Muss man schon sagen, gell? Mann, jetzt sterbt's doch endlich. Da kommt die Kavallerie. Ja, danke. Ah, der hat das. Steinhart. Vorbei ist mit dem Teleportieren. Sich austeleportiert. Okay, wunderbar. So, da unten, da jetzt ein bisschen aufpassen, da war er mit Macht. Auf. Na, da die Puppe, die im Weg rumsteht. Wird mit der Aura vielleicht schon genatzt? Bestimmt. 1000 Puppen. 1001 Puppen. Und tot. Wow. Das sieht man immer so toll, wenn ich die Leben auf Null quasi und du musst die Wirbelwind-Animation neu ist, dann stimmt hier, nicht? Du musst durch dein Portal aber gehen. Ja. Achso,
Ich lass alles in dich rein. Stirb. Geh fort mit dir. Ja, vielleicht haben wir Glück, dass da der Wegpunkt ist. Stimmt. Die immer links Taktik, die kann gar nicht falsch sein. Ey, wie riesig ist der Level 2, bitte? Ja, ganzer Akt. Oh mein Gott, Puppen! Ah. Warte, probier. Also mein Portal ist nicht sicher. Oh ja. Und Puppen. Ich hasse Puppen. Diese dummen Puppen. So. Oi, dreigesockeltes Schild. Knapp daneben. Kannst du mittlerweile das Schwert tragen? Warte mal, hast du meine Leiche freigeräumt? Na, natürlich nicht. Dankeschön. Fürs Team. Dann nur Gegner. Ein paar. Magst du eigentlich keine Waffe? Ja, na gerade nicht, weil ich verreckt bin und meine Leiche da hinten ist. Und also, jemand, die nicht freiräumt, sondern einfach weiterläuft. Also fürs Team. Brauchst du keine Waffen? Nein. Hast du gar kein Leben? Oh mein Gott, nicht schon wieder, Alter. Die laufen schon wieder an dir vorbei und killen mich. Dreckspuppen.